Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo, herzlich willkommen. Heute mal wieder ein Blog in eigener Sache. Wir haben doch zwei von den Dingern. Also dann kann ich heute mal wieder ein Blog in eigener Sache. Unsere neuen Futteraktionen, haben Sie vielleicht gesehen, sind gerade online gegangen. Unter anderem die Kelle für alle Fälle. Und hast du mich schon mal einen Tag erlebt, wo ich nicht mit diesem Ding arbeite? Nein. Hast du hier schon mal einen Tag gehabt, wo du nicht mit dem Ding arbeitest? Nein. Das ist das japanische Garten-Multitool. Da können Sie mit Wasser schöpfen, wenn Sie Wasserproben entnehmen. Sie können damit die Fische füttern. Sie können damit aber auch mal schnell eine Pflanze oder einen Bonsai gießen. Es geht, glaube ich, ziemlich genau einen Liter rein. Und Sie können auch zudosieren. Wenn Sie den Blog angeschaut haben von Japan, wie wir den Laich nach der Zucht oder nach dem Ableihen vom einen Becken ins andere getan haben, wo danach Kojima wunderschön demonstriert hat, wie man Malachitgrün vorsichtig und schön verteilt ins Becken einträgt. Ich weiß, es ist ein Modern Koi Blog, kurz vor 900 oder um die 900, das sehen Sie dann. Da hat er auch mit so einer Kelle gearbeitet. Auch in Japan wendet man das wirklich häufig an. Sie ist aus Plastik, kann also nichts rosten, nichts morsch werden und keine Beschläge. Und das kriegen Sie bei vielen, vielen Futterangeboten. Wir haben sogar auf jede unserer Futtersorten ein Angebot. Und das können Sie jetzt während der nächsten Monate über den Sommer bei uns erhalten. Können wir Ihnen nur empfehlen, ist wirklich eine tolle Sache. Für was verwendest du es hier? Ich verwende es, ja, um die, unsere Futterautomaten zu befüllen, zum einen, wenn ich mal aufhärten muss, wenn ein Becken, wenn die Karbonat härte. Genau, das Aufhärten, das ist mit Biofaktor und das werden wir Ihnen jetzt gleich im nächsten Blog vorstellen, weil das ist auch wirklich toll, wenn man das da reinmacht, das Pulver, Wasser dazu, kann man schön verrühren und dann kann man die Flüssigkeit einmal abgießen, dann füllt man nochmal Wasser rein, mischt den Bodensatz nochmal auf, verteilt es nochmal. Also es ist wirklich ein geiles Multifunktionstool, schön in Koizüchter Blau. Und ja, also wir haben ein paar hundert Stück da, müssen Sie sich nicht beeilen, aber wie immer bei allen unseren Aktionen nur solange Vorrat reicht. Und unser Slogan ist die Kelle für alle Fälle. Also Fälle mit Oh, habe ich dich getroffen? Nein. Schade.